Wir sind hier in der City-Galerie in Siegen und machen Faszinationsschach eine Woche vor das Programm. Vormittags war immer Herzstück der Veranstaltung Kinder-Jugendausbildung. Da hatten wir ganz viele Kindergärten, Grundschulen zu Gast hier in Siegen. Und heute ist das große Finale mit dem City-Galerie-Cup. Schach ist halt die absolute Herausforderung, immer die große Faszination. Das ist eine Mischung aus Sport, Kunst und Wissenschaft. Und ich habe jetzt in meinem 50 Jahren schon knapp 2000 Partien gespielt. Man kommt ein bisschen in der Welt rum. Schach ist immer lebendig. Man weiß nie, was kommt. Und wenn man verliert, dann hofft man auf den nächsten Sieg. Es geht einfach um vorausschauendes Denken, Konzentrationsfähigkeit schulen, spielerisch Lösungskompetenzen entwickeln.